sehr geehrte Fahrgäste, am Gleis 1 steht bereit der Personenzug zum Brocken über Dreiern und Hohne Schürke. Sehr geehrte Fahrgäste, der Personenzug zum Brocken bitte einsteigen. Bitte schließen wir uns vorsichtig bei Auffahrt des Zuges. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Augenblicken beginnen wir mit der Fahrscheinkontrolle. Wir bitten Sie, alle Fahrscheine bereitzuhalten. Meine Kollegin bietet Ihnen harztypische Spirituosen an, wie den Schürke Feuerstein oder die HSB-eigenen Schnäpse mit dem Souveniretikett der HSB. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Der kleine Jonathan sucht seine Eltern. Bitte melden Sie sich bei der Aufsicht am Bahnsteig 1. Der 9 auf 6 auf 3 an Hohne. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof 3 an den Hohne. Hier besteht die Umsteigemöglichkeit nach Eisfelder Talmühle über Elend Sorge Bennekenstein. Abfahrt vom Gleis 2. Unser Zug erreicht den 540 Meter hochgelegenen Bahnhof 3 an den Hohne. Hier trennen sich die Strecken der Harzquerbahn nach Nordhausen und der Brockenbahn. Unsere Dampflok ergänzt in Dreiernhohne ihre Wasservorräte. Eine Gelegenheit für Sie, interessante Fotos aufzunehmen. Achten Sie bitte aber auf das Signal zur Weiterfahrt unseres Zuges. Bitte den Bahnsteig rechts in Fahrtrichtung zum Aussteigen benutzen. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Schürke. Hier findet eine Zugkreuzung statt. Ich bitte Sie, darauf zu achten, nicht in den Gleisen rumzulaufen. Den zugestiegenen Fahrgästen ein herzliches Willkommen in unserem Dampfzug. Im vor uns liegenden Streckenabschnitt bis zum Brockenbahnhof ist auf 14 Kilometer Streckenlänge eine Höhendifferenz von 440 Metern zu überwinden. In ca. 30 Minuten erreichen wir den Brockenbahnhof. Nachdem unser Zug das Brockenplateau komplett umrundet hat, fahren wir in den Brockenbahnhof ein. Mit 1125 Metern über Null ist dies der höchstgelegene Bahnhof dampfbetriebener Eisenbahnen in Deutschland. Über Rückfahrtzeiten informieren Sie sich bitte an unseren Fahrplanaushängen. Wir danken Ihnen für Ihre Mitfahrt und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf dem sagenumwobenen Blocksberg, dem höchsten Gipfel Norddeutschlands. Ihr Lokomotiv- und Zugpersonal verabschiedet sich von Ihnen in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen bei den Harzer Schmalspurbahnen.